Die Sonnenlaterne. In Pimai bei Korat, am rechten Ufer des Moonflusses, liegt ein großer steinerner Tempel. Er ist ganz aus gewaltigen Sandsteinquadern zusammengefügt. Die Spitze des steinernen Tempelberges erhebt sich 18 Meter über die Erde. Mehrere kleinere Steinpagoden umgeben die große Mittelpagode. Das Ganze umschließt eine rechteckige Mauer von mehr als einem Kilometer Länge. An einer anderen Stelle in der Umgebung von Korat liegt der Panoan-Tempel, in dessen Mitte sich ebenfalls eine steinerne Pagode erhebt. Dieser Pagode jedoch sieht man es an, dass sie einst in der Zeit ihrer Erbauung unvollendet liegen gelassen worden ist. Warum, erzählt folgende Geschichte. Die Erbauer der beiden Steintempel waren Götter. Vor vielen hundert Jahren kamen sie zur Erde herab, um den Menschen ihre Pagoden zu errichten. Ein Gott war der Erbauer der steinernen Pagode im Panoan-Tempel. Eine Göttin aber war es, die den Tempel von Pimai errichtete. Bevor sie ihr Werk begannen, schlossen sie beide göttlich einen Vertrag. Gleichzeitig wollten sie anfangen und nur eine Nacht durcharbeiten. Ihre Arbeit sollte mit Sonnenuntergang beginnen und bei Sonnenaufgang enden. Wenn sich die Sonne über den Horizont erheben würde, wollten sie die Hände sinken lassen. So lautet ihr Vertrag. Als der Tag auf die Neige ging, bereiteten die beiden sich auf das Werk vor. Sobald die Sonne in der Erde versunken war, legten sie Hand an ihr Werk. Sie arbeiteten in fieberhafter Eile, dass sie Tempel fertig würden, bevor die Sonne wieder aufging. Um Mitternacht kam der Göttin ein Gedanke. Durch eine List wollte sie den Gott ihren Rivalen täuschen und zur Aufgabe seiner Arbeit bringen. Sie nahm einen großen Feuerlampion, hängte ihn an einen gewaltigen Bambusstab, den sie langsam in den Himmel hob. Der helle rote Schein der Feuerlaterne leuchtete über das Land dahin. Weithin war der Lampion sichtbar, sogar von Panoan aus konnte man ihn sehen. Der Gott, der in Panoan die Pagode erbauen wollte, sah den Schein über den östlichen Horizont kriechen und das runde Gesicht der Laterne lag langsam auf dem Himmel emporschwimmen. Da dachte er, dass die Sonne schon aufgegangen sei, ließ die Hände in den Schoß sinken, wie es der Vertrag verlangte. Denn Götter müssen ihr Wort halten, sind sie doch die Pfleger der Wahrheit. So kam es, dass der Gott schon mit der Arbeit aufhörte, als sie gerade erst begonnen hatte. Die Göttin fuhr unbeirrt in ihrem Werk fort, bis die Sonne wahrhaftig aufging. Dann erst beendete sie ihr Tun. Und siehe, der Tempel der Göttin war fertig, ganz und gar. Er war viel größer und schöner als die Pagode von Panoan. So kommt es, dass der steinerne Tempel von Pimai groß und schön ist in seiner Länge und Breite, während die Pagode von Panoan unvollendet bleiben musste. In der ganzen Umgebung liegen darum die Steinklötze herum, die der Gott einst zu des Tempels Erbauung geschaffen hat.